Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Brandaktuelle News. Ich habe sie selber noch gar nicht komplett geschaut, denn Paulina hat jetzt nämlich auch ein Q&A gemacht und da wurde die Frage gestellt wegen der Schwangerschaft. Und was sie dazu zu sagen hat, das schauen wir uns hier jetzt mal an und gucken, glauben wir das oder glauben wir das nicht. Und zwar kam die Frage, warst du wirklich schwanger? Und Paulina hat einen riesen Text verfasst und ja gut. Es kam auch übrigens zum letzten Video eigentlich 80% der Kommentare glauben Paulina halt nicht aufgrund der vielen Geschichten, die sie erzählte, auf die vielen Lügeleien. Und das ist natürlich das, was mir auch sehr leid tut. Und für die Person, wenn es nämlich dann wahr ist, wenn die Person etwas nämlich Wahres erzählt, dann glaubt man ihr nicht. Und das ist traurig, vor allem bei so einem sensiblen Thema wie Schwangerschaften, Kind verlieren etc. finde ich selber auch. Aber ich kann verstehen, dass es Leute interessiert und Leute hinterfragen, weil man ihr halt nicht glaubt aufgrund der verschiedenen Storys, die da vorgefallen sind. Patrick im Hintergrund macht sich übrigens Quark. Gleich drehen wir noch die Reaction X on the Beach ab und Temptation Island. Deswegen macht schon was zu essen. Und vorab klären wir jetzt hier die Frage. So, was hat denn Paulina überhaupt geantwortet? Also, warst du wirklich schwanger? Jetzt kommt's. Yasin und ich haben uns damals im Urlaub, in Klammern Anfang Dezember, bewusst dazu entschieden, dass ich meine Pille absetze. Das steht im direkten Widerspruch zu dem, was Yasin sagt. Yasin hat ja das Gegenteil gesagt. Und da haben wir beide ganz klar gesagt, ja, jeder von uns möchte Kinder, wir wollen auch mal eine eigene Familie. Gar keine Frage. Aber man muss dazu sagen, es war jetzt nicht bei uns der Fall, dass wir kurz vor der Trennung gesagt haben, okay, jetzt setzt du die Pille ab und wir arbeiten daran, Kind zu bekommen. Das war nicht der Fall. Das muss man ganz klar dazu sagen. Weil wir uns beide vorstellen konnten, gemeinsam Eltern zu werden. Einen Monat später haben wir aber nochmal gesprochen und uns dazu entschieden, doch noch bis Ende des Jahres zu warten, weswegen ich sie dann wieder genommen habe. In diesem kurzen Zeitraum ist aber wohl schon ohne mein Bemerken etwas passiert. Mir ging es öfters schlecht, ich hatte kaum Hunger etc. Wir haben uns dann im März getrennt und weil ich so extrem Liebeskummer hatte, habe ich halt gedacht, okay, mir geht es wohl deswegen nicht so gut. Okay, warte mal. Am Ende des Jahres zu warten, weswegen ich sie dann wieder genommen habe, die Pille. In diesem Zeitraum, also wo sie gewartet haben, bis dass die Kinder wieder wollen. In diesem Zeitraum aber ging es ihr öfter schlecht. Sie hatte kaum Hunger. Wir haben uns dann im März getrennt. Und weil ich so extrem Liebeskummer hatte, habe ich halt gedacht, okay, mir geht es wohl deswegen nicht so gut. Okay, also ihr ging es vorher schon schlecht. Okay. Von meiner Schwangerschaft habe ich erst erfahren, als ich das Baby verloren habe. Weswegen es logischerweise auch keinen Test gab. Hä? Okay. 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 Yasin weiß bereits von dieser Sache seit circa einem Jahr. Er hat es lange vor der Sendung gewusst, mich nie nach Nachweisen überhaupt gefragt und nur einmal kurz recht unsensibel mit mir darüber gesprochen. Hä? Aber hat Paulina nicht bei Ex on the Beach gesagt, sie hat mit ihm nicht drüber gesprochen, weil sie nicht wusste, ob es ihn überhaupt interessiert? Das hat sie doch so in der Sendung gesagt. Oh wow, okay. Also sie sagt, er hat es lange vor der Sendung gewusst, sie nie nach Nachweisen überhaupt gefragt, nur einmal kurz recht unsensibel mit mir darüber gesprochen. Aber in der Sendung sagt sie doch selber... Ich will aber, dass du weißt, dass ich so da gewesen wäre. Dass ich dich dann niemals alleine gelassen hätte oder so. Das interessiert hätte, bin ich ganz ehrlich. Weil ich wusste von nichts einfach, von gar nichts. Es war schön für mich, das erste Mal mit ihm das so ein bisschen teilen zu können. Das ist alles sowas von weird. Angerufen habe ich ihn damals nicht, weil das für mich eins der traumatischsten Erlebnisse überhaupt war. Ich selbst nicht damit zurechtkam und mir mit keinem darüber sprechen wollte. Ach so, also meint sie jetzt die Schwangerschaft. Okay, unsensibel darüber gefragt. Okay, dann meint sie das wahrscheinlich deswegen. Gut. Alter, das ist so für... Also, verstehst du das, Schatz, alles? Ich kann da irgendwie nicht so ganz folgen. Okay. Ich war ganz alleine zu Hause und wusste nicht, was gerade mit mir passiert. Ich habe mich niemandem anvertraut, weil ich so überfordert war und mich geschämt habe. Das ist auch das erste und letzte Mal, was ich zu dieser Sache sagen werde. Jede Frau, der so etwas schon passiert ist, weiß, wie schuldig und hilflos man sich fühlt. Ich habe nie die Möglichkeit bekommen, mir zu überlegen, ob ich dieses Kind möchte. Mir wurde die Entscheidung einfach genommen. Okay. Ich bin absolut niemandem Rechenschaft schuldig und wollte auch zu Recht nie dieses Thema überhaupt irgendwo besprechen. Und das stimmt,
weil sie hat in dem Format, hat Yasin das angesprochen und nicht sie, ja. Selten war ich so angeekelt von Statements bzw. Stories, die zu diesem Thema gemacht wurden. Ich denke, damit ist auch alles dazu gesagt. Ja, wenn wir also davon ausgehen, und ich persönlich glaube ihr das ja, wie gesagt, habe aber immer gesagt, ich kann verstehen, dass es manche nicht glauben, auch wenn es schlimm ist, dass es manche nicht glauben, aber es gibt halt auch Menschen, die keine böse Absicht dahinter hegen oder etwas jemandem unterstellen, aber aufgrund dessen, weil Paulina schon viel gelogen hat und viel Schauspielerei gemacht hat, aufgrund dessen natürlich die Dinge hinterfragen oder beziehungsweise nicht hinterfragen, sondern das nicht so ganz glauben und was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich finde es schlimm, wenn man offen jemanden dann anprangert und sagt, das glaube ich dir nicht, ne? Weil, aus dem und den Gründen, ne? Aber trotzdem ist der Gedanke halt nicht verkehrt. So ist mein Denken und war meine Meinung dazu. Dass sie, wenn diese Sache stimmt, ja, und davon gehen wir ja aus, dass sie sich dann angeekelt fühlt, zum Beispiel von einer Story, wie zum Beispiel jetzt manche das gemacht haben oder auch dazu unsensible Titel gewählt haben, in YouTube-Videos teilweise, muss ich auch sagen, finde ich das schlimm. Also das muss man dann auch sagen. Ich habe auch in dem letzten Video gesagt, sie ist keinem von uns eine Rechenschaft schuldig überhaupt zu diesem Thema und muss sich überhaupt nicht erklären. Sie wird natürlich jetzt dazu gepusht und dazu gedrängt. So ist Social Media. Viele wollen es wissen in den Q&As vor allen Dingen. That's the game of fucking Social Media. Das muss man einfach mal so sagen. Sie hat jetzt aber trotzdem nochmal was zu gesagt und dann finde ich es jetzt, ja, sollte man es gut sein lassen. Na, das wollte ich aber hier heute nochmal in dem Video, die Gegenseite wollte ich aber nochmal besprechen, weil das ist wichtig, denn wir haben nur Yasins gehört und jetzt haben wir nochmal Paulinas gehört und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und glauben, was er für richtig hält. Ich persönlich glaube ihr das, auch wenn manches nicht ganz schlüssig ist irgendwie, aber ich persönlich glaube ihr das. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Versucht das so diplomatisch und so sensibel wie möglich zu machen. Das ist wichtig in diesem Kontext. Und ja, ansonsten soll es das heute schon mit den News sozusagen gewesen sein. Es war wichtig, es war für mich wichtig, dass ihr auch Paulinas Seite nochmal hört. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Abonnieren, please nicht vergessen. Wir haben fast die 90.000. Wir haben im Moment, lass mich mal gucken. Wir haben 89.690 tatsächlich. Vielleicht knacken wir ja heute die 90.000. Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten ein Pimmel für den Algorithmus unten in die Kommentare. Manche lassen sich von euch ja schon was Richtiges einfallen. So mit so richtigen Skizzen und all das. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, genießt den Sommer in Deutschland. Hier ist es genauso warm wie bei euch. Ich habe euch lieb und hoffentlich dann bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.